Halli und hallo, herzlich willkommen ihr Speedfreaks. Hier ist wieder euer Chrismo mit einer neuen Aufnahme. Und es gibt super geile Neuigkeiten, denn es gab mal wieder ein großes Update für Redout, ein ganzes Gigabyte. Ich habe schon eine Weile nicht gespielt und eben habe ich eine Testrunde gemacht, um zu gucken, ob die Einstellungen stimmen. Was bei Grafikeinstellungen natürlich nicht stimmte. Zum Glück habe ich vorher nachgeguckt. Und es hat sich herausgestellt, die Grafik wirkt klarer. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie man fährt. Genau, das sind die zwei Neuigkeiten. Und zu den Updates kommen wir gleich. Das ist nämlich richtig geil. Die haben erstmal Trading Cards eingeführt, also die Steam Cards. Und man kann, es gibt neue Schifffarben, die man freischalten kann. Und die soll man, wenn ich das richtig gelesen habe, über Steam Inventar mit anderen teilen oder handeln können. Was für eine geile Idee. Ich freue mich, ich habe die Farben immer kritisiert. Jetzt kommen neue. Das ist super geil. Freue ich mich. Und warte, es gab noch Neuigkeiten. Ja, VR-Unterstützung wurde auf 3 Geräte ausgeweitet. Ich weiß nicht genau welche. Übrigens haben die Farben jetzt Namen. Radical Ship oder Pumpkin Night zu Halloween. Sehr gut. Kamera, glaube ich, ein bisschen zu spät. Naja, macht nichts. Wir tun trotzdem mal den neuen Skin benutzen. Und ja. Achso. Die Schiffe haben anscheinend auch wieder. Da wurde anscheinend wieder an der Balance geschraubt. So wie es ausschaut. Wir können auch das Schiff nehmen eigentlich. Und ich dachte mir, bevor wir mal gucken, was so online abgeht, gucken wir mal kurz offline, was sich da so getan hat und wie das mit den Farben funktioniert. Denn ich bin schon Level 30. Ich müsste befähigt sein, alles zu benutzen, was es nur gibt. Was ist noch neu gewesen? Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Naja, Trading Cards, habe ich gesagt. Ja, und dann halt noch so Fehler mit Antennalizing und solche Geschichten einfach. Multiplayer-Fehler, Soundfehler. Die Leute kümmern sich immer noch gut um ihr Spiel. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir nehmen den OET mit. Und was haben wir denn hier? Wollen wir das fahren? 14 Runden, Punkte. Kann man machen. Mit der überladenen Turbine sind wir immer auf Höchstgeschwindigkeit. Passt. Du brauchst ein Klasse 4 Schiff. Okay, ich habe mich vertan. Ich finde, die Farben wirken jetzt deutlich kräftiger. Was haben die gemacht? So, hier ist natürlich noch nicht eingestellt. Punkte bin ich sowieso allein wahrscheinlich. Turbo Boost und den OLT wieder. So. Und los geht's ab auf die Strecke. Ja, und nachdem wir dieses kleine Rennen hier geschafft haben, denke ich mir, gucken wir mal in Multiplayer rein. Eben haben noch welche gespielt. 2 Stück. Ich hoffe, dass ich da gleich nochmal beitreten kann. 3, 2, 1, go! Die haben irgendwas gemacht. Oder ich habe schon viel zu lange nicht mehr gespielt. Das sieht irgendwie besser aus. Die Gegnerschiffe kräftiger, aber es kann jetzt auch täuschen. Mehr Kollision, bestimmt. Die sind doch fetter geworden, die Gegner. Yeah! Alter, bin ich schnell. Boom! Viel zu weit und getroffen. Alter. Wuhu! Ach, ich glaube, so schlecht bin ich doch nicht. Ich kriege wahrscheinlich die eine oder andere Kurve nicht mehr so gut. Aber das wird schon wieder. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einen Grund, richtig viel Redout zu spielen. Ich muss Farben freischalten. Ah, die Kurve habe ich gut geschafft, aber ich glaube, die habe ich mir auch
ewig gemerkt durch das durch den Zweikampf mit dem einen, als wir online gespielt haben. Da ging das ja ganz schön ab. Und da habe ich dann gelernt, ganz verbissen diese Kurve richtig zu fahren, nachdem man ein Stück über Kopf fährt, fliegt. Ich meine, mal ist das die hier? Ne, ich glaube die nächste, ne? Ja, wenn ich beim nächsten Mal... Achtet mal drauf. Wie geschickt, ja hier, ne? Wie geschickt ich die jetzt hier nehme. Wenn man gleich nach links fährt, dann nimmt man die Bande viel, viel weniger mit. Das habe ich echt verinnerlicht. Deshalb, dass wenn man nochmal gegen Menschen fährt, dann merkt man sich auf einmal Sachen, um die man sich früher nicht gekümmert hat. Punkte denn, ich bin vorne, läuft. Lass mich hier doch nicht alleine. Ich habe schon ganz vergessen, dass es Punkterennen auch zusammen gibt. So, was gibt es noch zu erzählen? Mad Max muss ich noch letzten Geheimnisse finden, die noch sehr interessant waren. Und ich wollte noch ein anderes Let's Play anfangen. Anderes Projekt. Ich komme nur leider nicht zu. Ich hatte die letzten Tage nicht so die Zeit. Aber das kommt schon noch. Yeah, beste Runde. So, jetzt weiß ich noch, was noch anders ist. Wenn man ein Rennen geschafft hat, ich habe noch kein Rennen wieder geschafft nach dem Update. Ich habe mir das Eis für euch aufgehoben. Kommt anscheinend das Finish-Schild gleich, damit man gleich weiß, dass man es geschafft hat. Was ja manchmal etwas spät kam. Mal gucken. Yeah. Das mit dem Sprung muss ich noch üben. Es gibt noch einiges zu üben. Saubere Runde. Yeah. 9 Runden. 6 haben wir schon geschafft. Also keine Bange, das dauert jetzt keine Ewigkeiten. Das hier scheint jetzt übrigens so das schnellste Schiff jetzt zu sein, von den Werten her. Deswegen habe ich das auch eben genommen. Boom, baby. Noch schneller. Schon wieder Best Lap. Ich bin heute in Bestform, obwohl ich eigentlich schon bald ins Bett gehen wollte. Vielleicht kommt mir deswegen das Spiel so komisch vor. Es ist viel zu schnell, gerade für meine Augen. Das muss es sein. Meine Augen sind gerade einfach nur krank geflasht hier von dem Farbenrausch. Ach ja, und es soll noch ein Tutorial geben, neues, was das Strafen, also das Steuern mit dem zweiten Stick angeht, damit man das ein bisschen lernt. Das wurde auch immer kritisiert. Super geil. Sie kümmern sich genau um die Baustellen, die ich auch immer in den Videos bemängelt habe. Vielleicht guckt ja ein Entwickler ab und zu mal bei mir vorbei, aber wahrscheinlich auch eher nicht. Wahrscheinlich gibt es genug Italiener oder so, die das spielen, weil das ist ja von Italienern gemacht, so wie es so schön heißt. Oder einfach von welchen, die Indie-Spiele lieben. Schnelle Indie-Spiele. Das Spiel, ich kann es nur mal wieder sagen, es hat viel zu wenig Aufmerksamkeit. Es ist ein super Game, auch wenn es nicht die Mega-Grafik hat. Achso, und was ich noch vom Update davor weiß, da habe ich auch noch nicht danach weiter gespielt. Es soll auf den Karten mit Sandsturm, das betrifft glaube ich ein, zwei Karten bei Kairo,
mehr Sand geben, mehr Sandsturm. Finde ich, naja, eine nette Beigabe. Aber warum nicht? War ja noch nicht so dicht. Und wenn man Mad Max gewöhnt ist, dann kann das sowieso nie zu viel Sand sein. Übrigens interessanter Freitag heute. Eigentlich wollte ich ja Gronkh gucken, habe ich auch zum Teil. Und dann kam das Update hier. Und gleichzeitig haben wir noch den Black Friday. Und ich wollte mir noch 16 GB Arbeitsspeicher dazu kaufen, eine neue Grafikkarte. Aber Black Friday ist in Deutschland nicht so Black Friday, wie es die Amerikaner feiern. Denn die Preise sind keineswegs runtergegangen, sie sind eher hochgegangen. Gutes Beispiel GTX 1080. Kostet so, normalerweise würde ich jetzt schätzen im Nachhinein, lass mich nicht lügen, ungefähr, also ich sag mal durchschnittlich 650 Euro. Ein paar Tage vorher und zum Black Friday hast du teilweise bei Amazon oder Alternate hast du so Werte zwischen 670 und einfach mal 900 Euro gesehen. Je nach Platinhersteller. Super, ne? Mein DDR3 Arbeitsspeicher hat sich allerdings nicht verändert. Ich wollte mir einen DDR3 Speicher kaufen. Den werde ich mir noch zulegen. Aber der ist ja auch schon bald Geschichte. Ich denke mir aber, DDR3, DDR4, wenn du genug hast, ist sowieso schnell genug. Na, brauchst du auch keinen neuen. Noch nicht. Man muss nicht immer gleich immer das Neueste haben. Manchmal ist es rausgeschmissenes Geld. Wer sich für Computer interessiert, weiß, dass Prozessor bei Spielen vielleicht nicht immer so wichtig ist. Und da habe ich auch geguckt. Die Prozessoren haben in den letzten Jahren nicht sehr stark zugenommen von der Leistung. Das ist immer nur Energiesparen, noch kleiner bauen und noch mehr Kerne, aber zum Spielen brauchst du gar nicht so viel. Nicht auf dem Prozessor. Wenn du 4 GHz auf dem Prozessor pro Kern hast und davon 8, dann kannst du glücklich leben und eine ganze Weile. Meine Meinung. Obwohl ich sonst ziemlich anspruchsvoll bin, was die Details meiner Hardware angeht. Einer total, letztens total blöd in einer WhatsApp-Gruppe. Wofür soll man einen anderen Monitor nehmen als von Medion? Tja, er schrieb dann, also hat er mich gefragt sozusagen und er schrieb dann, um Bild anzuzeigen, was die Grafikkarte ausgibt. Klar. Schon mal was von FPS gehört, von Hertz, von Kontrast. Okay, das ist heute vielleicht nicht mehr so ein Problem. Aber Farbe, Farboriginalität, also dass die Farben korrekt dargestellt werden. Dann Millisekunden ist manchmal auch noch so ein Fall. Oder was gibt es noch? Lautsprecher integriert sind, USB-Plätze, Finish. Ja, das war ein schnelles Finish, ja. Gut. Das sollte ja auch zum Update gehören, dass das Finish schneller angesagt wurde, bla bla bla. Und jetzt komme ich nicht weiter darüber zu reden, über den Monitor. Naja, und wie die Verarbeitung natürlich ist und ob er höhenverstellbar ist, was ja ganz schön wichtig sein kann. Total doof. Naja, manche wollen es nicht anders hören oder wissen.
So. Neue Farbe, hier, Farbe habe ich jetzt nicht einfach so gekriegt. Doch! Schade. Wäre noch schön, wenn das ansagt, aber wir haben jetzt Golden Lime. Auch ein sehr cooles Farbset. Es leuchtet sogar richtig grün da hinten. Blink, blink. Ich glaube, die haben irgendwas mit der Beleuchtung gemacht. Das muss es sein. Coole Sache. Wir gucken mal, was online abgeht. Bevor wir das hier so... Moment, mach mal so. Tatsächlich, sie fahren noch sogar zu dritt. Leider fahren sie schon. So lange will ich natürlich nicht warten. Wir fahren einfach an das nächste Event ganz schnell. Die Feuergrube. Halte bis zum Ende durch. Ach nee, nicht überleben. Tut mir leid. SSL dauert jetzt zu lange, wenn wir auf die warten. Die Sandgrube überleben. Nee, nee. Oh, wir sind schon fast am Ende. Red Race, ein Turnier. Nein, ich fahre jetzt was Kurzes. Testrennen. Testrennen ist gut. Vier Runden. Revolving. Revolving liebe ich. Ach, fahr mal ruhig so. Okay, wir können... Warte. Energieentzug. Die Bots kann man ja ruhig ärgern. Online nimmt man ja doch lieber etwas, was die Mitspieler nicht verärgert. Wenn man denen die Energie entzieht, dann sehen die das, glaube ich, nicht so gern. Da gibt es anscheinend, nur MS, magnetischen Stabilisator und Turbo. Die fahren ganz schön dicht zusammen. Boah, ich bin es nicht mehr gewöhnt. Ich bin gleich Schrott. Danger. Ah. Was ist denn los, ey? Oha. Ich bin schlecht. Irgendwie ein scheiß Setup hier. Oder die haben die Rennen härter gemacht. Ich hätte Turbo mitnehmen sollen. Jetzt ist passiert. Scheiße. Pass auf, ich gewinne sowieso nicht. Wir gucken nach dem Online-Event. Was heißt Online-Event? Ja, das sieht gut aus. Pünktlich. Gut, dass wir abgebrochen haben. Yeah. We have a better computer, maybe. Alright, there was a new GFX-Option. Aha. Aha. Eine neue GFX-Option und die ist anscheinend bei mir drin. Cool. Die sind alle auf 30? Episch. Was haben die... Die fahren mit Zula. Okay. Naja, kann man machen, ne? Ist auch. Das scheinen echt die beliebtesten Schiffe zu sein. Gibt es hier auch das Limon? Ja, Golden Lime gibt es hier auch. Schön. Mit, was nehmen die denn da? Oh, falsche Klasse irgendwie. Die nehmen drei. Nehmen wir das neue Limon Grün. So. Und ja. Hello. MS und Turbo. Was ich schon sagte, ich hab's prophezeit. Huch. Das war ein bisschen fies. Na, dann ärgere ich sie eben. Ich weiß zwar jetzt überhaupt nicht, welche Power-Ups ich habe, aber okay. 3, 2, 1.
Und öffnet die sich. Ha, Härte. Klasse. Tja, dann ziehe ich den eben Energie ab. Wenn ich nicht warten können. Ich habe genug Energie. Und ihr? Die sind nur wendiger gerade als ich. Alter, das Ding fährt sich wie ein Panzer ohne MS. Jedenfalls, wenn man die sich anguckt, wie seicht die durch die Gegend fliegen. Ich glaube, er hat kein Turbo mehr. Mäh. Grill. Oh, warum bringt der nichts? Wesentlich letzter. Naja, wenn ich so weiterfahre, schon. Ja, es ist viel Sand. Oh. Wenn die wesentlich AP hätte. Aber nein. Sie mussten mich mit sowas auf die Strecke schicken. Weggebammt, weggefickte. Obwohl, der hält sich irgendwie gut. Ich krieg ihn nicht ganz weggeschleudert. Nächster, ich werde wenigstens Zweiter. Sag ich doch. So, Leute, jetzt aber mal richtig. Geduld bitte. Meine Power-Ups stimmen nicht. Östren Kokirem. Weiß jemand, ob das italienisch ist? So, AP. Und was haben die dann noch? Ups. Naja, AP geht von mir aus auch, aber... So. Energie, Entzug. Was nehmen die? Okay, Energieentzug, Turbo Boost. So, jetzt haben wir genug gespielt.